Schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir haben heute die wirklich, wirklich, wirklich einfachste Variante, um Beton-Ostereier herzustellen, zu gießen. Wenn ihr sehen möchtet, wie das funktioniert, wirklich perfekte, tolle Ostereier zu machen, dann bleibt ein paar Minuten dran. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir hatten euch ja, ich glaube im letzten Jahr schon, eine ganze Reihe von Macharten gezeigt, wie man Ostereier selber gießen kann aus Beton. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Entweder in einer Eierschale, dann hat man bloß ganz kleine Eier. Oder in fertigen Formen. Ihr könnt euch selber eine Form machen. Im Luftballon. Und da wurde ich immer wieder gefragt, ob es nicht eine einfachere Variante gibt als diese vier. Doch, gibt es natürlich immer noch wieder. Eine haben wir wieder gefunden noch. Die gab es letztes Jahr natürlich auch schon. Aber man schafft einfach nicht alles immer gleichzeitig zu zeigen. Ja, und findet auch nicht gleich alles. Ja doch, ich habe schon gefunden, aber es kostet auch alles immer Geld. Du musst die Form alles kaufen, also kostet alles Geld. Ich stöhne mal wieder. Ja, Wein. Nee, aber ist halt so, du musst das erstmal alles besorgen, um es zeigen zu können. Ich habe jetzt hier diese Acryl-Eier und da gibt es jetzt welche, die haben extra schon ein Loch, damit man da... Werden immer Blick hier, die Hersteller. Ja, eigentlich sind die Teile gemacht, um da Lichterketten reinzumachen, aber... Betonierer füllen überall, wo ein Loch ist, füllen die Beton rein. Also füllen wir auch hier Beton rein. Aber auch bei diesen Formen gilt, und gerade bei diesen Formen, weil das richtig starre Formen sind, die kann man jetzt nicht nachher noch dolle wackeln oder sowas. Die sind zwar aus Plastik oder eben Acryl, aber die müssen eingeölt werden, weil man sonst echt Probleme hat, die hinterher rauszukriegen. Ich hatte schon Teile, die haben wir ein Jahr mindestens liegen lassen und irgendwann macht es dann plötzlich plupp und dann war es raus. Aber du willst ja nicht ein Jahr warten. Also bei den Feuerschalen war das. Bei den Feuerschalen, so. Also die ersten Feuerschalen, die wollten einfach nicht aus den Acrylkugeln raus, trotz Einölen und manche Sachen wollen einfach nicht. Also einölen und dann erst zusammen machen. Und da die super zusammenhalten, kann man die einfach jetzt zusammenknippern. Knack, knack. Und dann, die knacken die dann auch wieder auseinander, ey. Ja, ich hoffe. Wenn nicht kaputt machen, kann man immer noch. Ja, aber wir wollen ja noch ein paar mehr damit machen, eigentlich. Nee, so, nee. Und dann stellt man die irgendwo rein, dass die guten Stand haben. Ich denke mal, das steht jetzt hier. Wir haben da einfach ein bisschen Perlit reingemacht in so einen Karton. Perlit hatte ich noch stehen. Oder ihr nehmt Sand. Ja, Sand. Sand geht immer. Sägespäne. Ja, Sägespäne vielleicht auch. Kommt immer drauf an, was ihr zu Hause habt. Nehmt irgendwas, wo ihr das sicher reinstellen könnt. Wenn ihr alles vorbereitet habt, soweit wie ich da jetzt, dann könnt ihr euch den Beton anrühren, den ihr haben möchtet. Ihr könnt natürlich Weißzement nehmen, dann habt ihr weiße Eier. Ich habe jetzt hier wieder so einen grauen Zement und ganz feinen Quarzsand. Und dann können die Eier gefüllt werden. So, und jetzt ist die Kunst natürlich, durch dieses kleine Loch da, den Beton da reinzubekommen. Vorsichtig. Ah, geht. Na, was ein richtiger Betonierer ist, der schafft es durchs kleinste Loch. Ja. Wir machen zwar eigentlich sonst große Sachen, aber ist halt alles ein bisschen. Man muss es ausprobieren einfach. Beton kostet nicht die Welt. Das kann man ruhig alles mal ausprobieren. Nutiformen, die kosten immer ein bisschen Geld. Aber jetzt füllen wir es erstmal voll. Und wir wollen ja die Eier, dass die auch stehen. Und da das Loch ja hier oben sowieso. Da kannst also mehr als bis zum Loch kannst du nicht füllen. Dann haben wir nachher auch gleich eine Standfläche für die Eier. Weil höher kannst du das eh nicht füllen. So, also wie gesagt, nicht höher als das Loch, sonst läuft es ja wieder raus. Wäre natürlich Blödsinn. Du brauchst ja auch eine Standfläche. Ja, eine Standfläche braucht man auch immer, genau. So viel wie möglich. Aber eben nicht höher. So, und jetzt machen wir auch das größere Ei gleich noch. Hoffentlich klappt das jetzt auch so, wie man... Kommt das jetzt nicht? Wird langsam fester. Na, siehst du. Geht doch. Meine Eier sind dann jetzt gefüllt. Hier am Rand seht ihr jetzt die kleinen Luftblasen, die da dran sind. Aber Luftblasen gehören eigentlich zu Beton dazu. Das macht es erst charmant, finde ich immer. Also zu dolle Schütteln bringt jetzt auch nichts. Durch diese Wölbung kommen die Luftblasen an diesen Stellen da nicht so recht hoch. Jetzt wird das erstmal stehen gelassen. Mindestens 24, also jetzt lasst es wirklich 24 Stunden stehen, weil da drinnen kann die Luft, die Feuchtigkeit nicht weg, die Luft schon, aber die Feuchtigkeit nicht weg.
Also lassen wir das jetzt wirklich 24 Stunden aushärten, bevor wir versuchen, das aus der Form zu machen, vielleicht sogar 3 Tage. Lasst es also in Ruhe aushärten. Ihr seht, wenn es heller wird, ist es langsam fest und ja, fest. Also wir schieben es erstmal beiseite und warten wieder, warten und trinken Kaffee. Wir haben dann jetzt unsere Eier 24 Stunden, also den Beton in dem Ei drin gelassen. Und jetzt müssen wir vorsichtig die Eier rausholen. Jetzt haben wir hin und her versucht, das wird euch bestimmt auch gehen. So geht das alles nicht. Dann haben wir uns ein Messer zu Hilfe genommen. Das sind ja hier nun mal 2 Teile. Und dann haben wir hier genau zwischen die beiden Teile unser Messer rein. Und dann merkt man langsam, dass es aufgeht. Und dann müsst ihr langsam das Messer immer hin und her. Und zack, ist die eine Seite ab. Ist ja popelig. Und dann geht die andere Seite auch ab. Und dann hat man 2 Eier. Und das ist eigentlich die einfachste Form von allen, so Betoneier zu machen. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Also könnt ihr euch da so große Eier gießen, wie ihr gerne haben möchtet. Genial. Und die gießt so ganz einfach raus. Ja, wenn man erstmal weiß, wie man es aufkriegt. Ja. Ja. Also mit einfach auseinanderziehen oder so war nicht. Aber so auseinanderbiegen, das ging dann ganz einfach. Jetzt wird, wir hatten ja jetzt hier so einen kleinen Grat. Hier so dran, seht ihr ja. Ein bisschen kann man abrubbeln, aber man kann auch noch ein bisschen nachschleifen mit Schleifpapier. Und dann hat man ganz perfekte. Diesmal sind sie absolut also perfekt. Das sind bis jetzt die perfektesten Eier. Und vor allem kann man die jetzt in der Größe machen, wie man will, weil es diese Acrylform einfach von ganz klein bis ganz riesengroß gibt. Toll. Wie ihr die Eier dann jetzt weiter verziert, ist jetzt eure Sache. Ob ihr die jetzt einfach so in Betonlook einfach irgendwo hinstellt, sieht ja in Beton auch schon schön, also nur in reinen Beton auch schon schön aus. Oder ihr könnt die teilweise mit Farbe anmalen. Ihr könnt die natürlich auch ganz zukleistern. Es gibt ja Leute, die möchten das immer einfach übersprühen und dann ist der Betoncharakter weg. Also wir wollen jetzt bloß so ein Teil von dem Ei streichen, bemalen. Dafür nehme ich jetzt aber auch wieder Pastelltöne. Und mache jetzt aber bloß unten so ein ganz kleines bisschen. Also nicht das ganze Ei zu, das soll schon noch Beton immer sein, finde ich. Und ihr könnt aber auch, wir hatten euch so ein Video schon gezeigt, Betoneier im Vintage-Style. Da kann man dann solche Ornamente, wie wir hier oben gemacht haben, solche Ornamente dran kleben. Aber das Video hatten wir euch schon gezeigt, also zeigen wir euch jetzt was anderes. Also wenn ihr das machen wollt, da könnt ihr mal gucken, Ostereier oder Betoneier im Vintage-Look. Wir machen es jetzt pastellig. Die Farbtöne könnt ihr euch ja nur zurecht mischen. Ich habe jetzt hier wieder ein bisschen Pink mit viel Weiß gemischt. Und das Flieder hatte ich mir ja schon mal gemischt. Manche Sachen habe ich schon so in der Dose jetzt drin gelassen, weil ich jetzt so viele Sachen mit Pastell gemacht habe. Aber bei Pink halt noch nicht. Und dann hat man richtig schöne, zarte Töne. Ihr könnt es natürlich auch in Gold und Silber machen oder sowas. Die Farbe ist euch nur überlassen, was ihr macht. Sind ja immer nur Vorschläge, wie man es dekorieren kann. Wir haben jetzt hier Pastell. Wir stehen dieses Jahr auf Pastell. So, kann man natürlich auch gleich wieder das abmachen, damit es gar nicht erst mit fest trocknet. Und dann könnt ihr immer noch weiter dekorieren, wenn ihr möchtet. Meine Farbe trocknet ja ganz schnell, das sage ich ja immer wieder. Und dann kann man weiter dekorieren. Wir haben dann jetzt hier so weiße, selbstklebende Spitzenbordüre. Und Vintage und Pastell passt ja natürlich mit Spitze ganz hervorragend zusammen. Wie Faust auf Auge. Also kleben wir jetzt hier einfach noch ein bisschen Spitze drum. Und dann ist das Ei eigentlich theoretisch schon fertig. Schlicht, einfach und schön. Ja, man braucht manchmal gar nicht so viel zu machen. Also die Betoneier sind jetzt noch nicht richtig trocken. Wir haben sie ja jetzt erst einen Tag stehen lassen. Also wenn es wirklich richtig kleben soll, solltet ihr hier drunter noch ein bisschen Bastelkleber machen, weil diese Spitze sich sonst eventuell lösen kann. Aber man kann sie auch nochmal nachkleben, wenn es wirklich nicht hält. Theoretisch hält es, praktisch muss man immer sehen, ob es klappt. Sieht schon mal cool aus. Mit Hilfe von Flex-Schablonen könnt ihr dann noch ein bisschen ein Muster drauf stupfen. Aber das geht echt meistens nur mit so einer Flex-Schablone, weil die anderen, man kriegt die um das Ei nicht rumgelegt. Man bricht sich da fast die Finger. Da muss da wirklich ein bisschen vorsichtig sein.
Also mit den Flex-Schablonen geht es schon am einfachsten. Und dann vor allem auch stupfen mit dem Schwämmchen und nicht mit dem Pinsel, damit nichts drunter laufen kann. Und dann hat man die Eier perfekt gestaltet, finde ich. Die Schablone ist selbstklebend, oder was? Die Schablone ist selbstklebend. Die muss jetzt dann wieder aufgeklebt werden hier und dann abgewaschen werden gleich unter fließendem Wasser, damit die wieder verwendbar bleibt. So finde ich meine Betoneier dann jetzt perfekt. Ich habe das ja jetzt auch so in dem Farbton nochmal gestaltet, wie ich unten schon bemalt hatte. Finde ich so schön. Man kann es natürlich auch in Weiß machen. Lasst einfach eurer Kreativität freien Lauf. Macht es so, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt jetzt hier auch noch ein kleines Blümchen oder Schmetterling dran kleben. Aber ich finde manchmal weniger ist mehr. Probiert es einfach mal aus. Das ist wirklich die einfachste Variante, um Betoneier zu gießen. Ich bin ganz erstaunt, dass das so einfach geht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.